Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Wo wir sind, erkennt man wahrscheinlich schon. Bei mir? Achso, ich mal besser Fliege als. Am Gardasee. Für uns das erste Mal. Stimmt. Bike-Festival ist ausgefallen, Camps sind ausgefallen, dazwischen haben wir es nicht geschafft. Und jetzt haben wir gesagt, einmal nur der Gardasee, wenn wir haben, können wir mehr einen Lockdown dann wieder. Hoffentlich ja. Nicht, aber wir werden sehen, was passiert. Monte Carone schreit heute. Ja, der schaut schon mal. Der sagt, Kinder auf der Glase. Ach du, die Bergmann am Berg. Jetzt den reden Berg. Wir füreinander. Ich meine den Berg. Ah, okay, ja. Gut, dass ich E-Bike nicht habe, dann kann ich auch mitfahren. Ja, da sind wir schon gerüstet. Übrigens, ich nutze noch mal das Wohnmobil, bevor es dann in den Winterschlaf geht. Martin und Vicky sind schon im Hotel. Dementsprechend bin ich jetzt hier kurz alleine, bis ich gleich abgeholt werde. Jetzt sind wir wieder alle vereint. Los geht's Richtung Riva. Alles angewaschen. Jetzt fahren wir Richtung Riva. Bonale, weiß nicht, ob es offen ist. Wird auch noch vor 3 Wochen stimmen, dass sie mit zu ist. Wir schauen mal. Riva Hauptplatz und es ist nicht gerade viel los. Ziemlich geil. Ah ja, da muss der Willi präsentiert werden. Schön haben wir es, oder? Ja, liebe Leute, was soll ich euch erzählen? Die Ponale-Straße ist zu. Die wird ja umgebaut. Jetzt schieben wir hier den alten Ponale-Weg hoch. Der macht runter, aber mehr Spaß. Wie rauf. Wow. Jetzt kann man zum Glück schon wieder ein bisschen was fahren. Ja, mit bester Aussicht geht es erstmal Richtung Lago di Ledro rauf. Hey, und super Temperaturen. Das stimmt. Schon immer Wind im Oktober. Hier geht es schon wieder saustall rauf. Aber mit dem E-Bike schon okay. Yeah! Hier rauf ist immer noch mal besonders steil. Jetzt heute eben halb so wild. Aber sonst schon echt. Hey! Ich will auch noch durch. Gemein. Malga wie? 1130. Und 1600 hat unser Gipfel, oder wie? Ja. Was für ein geiler Ausblick über den See. Und da kommen wir gerade hoch. Mega. Grüß Ruppen und grüß Gott in Österreich. Am Gardasee. Ah, verdammt. Und Tono und Bona Tonata. So, da oben sind wir. Seht ihr das Kreuz und die Fahne wachen? Ah, aber schieben mit dem E-Bike ist echt nicht mein Favorit. Ich könnte mich gern auslachen. Macht mich wahnsinnig. Und was sagt ihr? Oh, Bombe. Na, immer gar nicht. Aber jetzt sind wir da. Oh. Okay. Und der Ausblick in die andere Richtung ist halt auch einfach geil. Also das ist schon ein cooler Gipfel. Wahnsinn. Und oben Altissimo angezuckert. Wenn wir morgen nachschauen, wie viel Schnee da wirklich liegt. Und das ist eben das Kreuz, die Fahne. Oh ja, Drehmalze im Nebel. Nicht so fein. So, Jausen Video versucht der zweite. Ich war jetzt fertig, dann fahren wir, oder? Gut, was? Salzstangerl, Croissant, Apfel und ein Käse, der mir schon mehrfach geklaut worden ist. Martin? Salanettis. Mein Käse. Petras Käse. Von der Vicky ein bisschen Soft und ein Weißbrot habe ich mit. Und von der Vicky die Meinerschnitt nehmen. Ja, und die Vicky hat mehr, hat sie gesagt. Ja, deswegen mehr. Super, jetzt sind meine Finger drin, der gibt's nicht. Auf jeden Fall gibt's. Mandarinen, Kaki, Apfel, gesund. Das, falls ich keine Kraft mehr habe. Salonettes Ätz und Eisbrot. Bei dir ist Buffet. Bei mir ist Buffet angesagt. Ja, das Ding sitzt ja so weit weg, ja, damit jetzt, alles mir gehört. Brauche ich jetzt Einweghandschuhe und Mundschutz, oder? Ja, weil da drüben habe ich ja schon gehört, da ist schon was geklaut worden. Ja. Mahlzeit. Also nicht, dass ihr denkt, wir erfinden das nur. Wir wollten gerade unsere Jausen herzeigen. Jetzt hängt's. So schaut es dann aus. So ist das Brot. Ah, das ist die Außen, ja. Okay. So also die Kamera, super.
aber kriegst du auch mal, ne? Ja. Wenn man als Einhorn unterwegs ist, kann auch sowas passieren. Und sie filmt sogar noch. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know. Way too deep, yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together.
Unglaublich, aber hier scheint die Sonne und regnen tut es leider trotzdem. Crazy. Nicht so fein. Und unten im Tal sieht es ganz düster aus. Jetzt haben wir glaubt auch im Nebel. Übrigens schaut mal unsere neueste Errungenschaft an. Eine Kamera unter Vickys Hintern. Der filmt aber nicht mein Hintern. Can't wrap my head around it. Why is my heart so bound it? I can't stop to think about it. It feels just like a drowning. I can't hold myself from trying to make me come. Cause you're not it. When I went through the fire for you, dear. Ja, Martin ist aus Stahl, der steht schon wieder. Mehr wie sein Material jetzt in dem Fall. Das haben wir eigentlich selten, dass wirklich was so richtig, richtig. Ich bin nur froh, dass es oben ist.
auch schon begonnen. Aber wenigstens regnet es hier nicht. So, da. Nach der Tour ist in dem Fall vor dem Strudel. Ja. Deswegen gehe ich ran vor. Ja, wissen wir. Jeder hat andere Gründe. Ich taug's ja gar nicht, dass aber Strudel danach ist schon geil. Ja. Und wir haben sogar Seeblick. Was haben wir? Seeblick. Stimmt. Ist ja nicht. Welcher See das ist? Wochensee. Ich dachte eher Ossiacher See. Ja. Ich glaube Ossiacher See. Machen wir auch was durch. Up there.